Sie haben das Grundbuch vorliegen und finden dort Wegerechte und andere Eintragungen, die Sie nicht verstehen und deren Konsequenzen für den Hausverkauf Ihnen nicht ganz klar sind. Sie möchten entsprechend Klarheit erhalten und wissen, was zu beachten ist. Dies erläutere ich Ihnen jetzt. Bleiben Sie dabei. Mein Name ist Arndt Gerhards und in diesem Video zeige ich Ihnen, welche Rolle das Grundbuch bzw. die dortigen Eintragungen spielen und insbesondere beim Hausverkauf zu beachten sind. Für einen reibungslosen Verkauf und um diesen möglichst zügig abwickeln zu können, sollten Sie sich vorab einen aktuellen Auszug Ihres Grundbuchs beim Grundbuchamt besorgen. Denn Sie benötigen in jedem Fall einen aktuellen Auszug und können nicht auf ältere Auszüge zurückgreifen. Die Gebühren für einen Grundbuchauszug können je nach Region bis zu 50 Euro betragen. Fragen Sie vorab bei dem für Sie zuständigen Grundbuchamt nach. Wenn Ihnen das Grundbuch vorliegt, prüfen Sie in Abteilung 2 eingetragene Grund- und persönliche Dienstbarkeiten auf Ihre Aktualität. Lassen Sie alle veralteten Dienstbarkeiten löschen bzw. austragen. Eine veraltete Dienstbarkeit könnte zum Beispiel das lebenslange Wohnrecht für die verstorbene Mutter sein. Dies ist einfach mit der entsprechenden Sterbeurkunde beim Grundbuchamt zu löschen. Andere Dienstbarkeiten wie Leitungsrechte oder Wegerechte für bestimmte Grundstücke sind in der Regel nicht einfach zu löschen und mindern den Wert des Grundstücks. Sprechen Sie mit einem Immobilienmakler oder Gutachter und lassen Sie sich zu diesem Thema aufgrund einer Wertminderung entsprechend beraten. Nun der Blick in Abteilung 3. Hier finden Sie die eingetragenen Grundschulden. Prüfen Sie, inwieweit die dort eingetragene Grundschuld real noch abbezahlt werden muss. Oder gegebenenfalls keine Forderung seitens der Bank mehr besteht und entsprechend eine Löschung erfolgen kann. Wenn Sie doch den Eintrag einer Briefgrundschuld oder einem Grundschuldbrief lesen, dann müssen Sie unbedingt nach dem Original-Grundschuldbrief forschen. Nur mit diesem Dokument lässt sich dieser Eintrag dann auch löschen. Der Grundschuldbrief ist gleichzeitig auch ein Wertpapier. Die Person, die diesen Grundschuldbrief hat, hält damit gleichzeitig exakt den Wert in den Händen, den dieser benennt. Sollte er also unbefugt in die Hände geraten, so ist derjenige ihr neuer Gläubiger und kann die volle Auszahlung des auf dem Grundschuldbrief genannten Betrages plus Zinsen verlangen. Daher ist die sofortige Löschung der Grundschuld ratsam, sobald die Bank Ihnen nach Abbezahlung des vollständigen Darlehens diesen Grundschuldbrief zugestellt hat. Was ist aber zu tun, wenn dieser Grundschuldbrief verloren ist? Wenn er nicht mehr zu finden ist, muss er vom Amtsgericht für ungültig erklärt werden. Dies ist nur durch ein sogenanntes Aufgebotsverfahren möglich. Dieses können Sie selbst einleiten oder einen Notar Ihres Vertrauens damit beauftragen. Das Amtsgericht ruft dann dazu auf, dass jemand Anspruch erhebt. Anspruch kann nur derjenige erheben, der auch den verloren gedachten Grundschuldbrief besitzt. Erhebt binnen 6 Monaten niemand einen Anspruch, so erklärt das Amtsgericht den Grundschuldbrief für ungültig. Sollten Sie die Immobilie schnellstmöglich verkaufen wollen, macht Ihnen diese eingetragene Grundschuld nun eventuell einen Strich durch die Rechnung. Denn in diesen 6 Monaten können Sie den Verkauf der Immobilie nicht abwickeln, da Sie ja die Grundschuld nicht eher löschen lassen können. Bei Beträgen, die viel niedriger sind als der Kaufpreis, gibt es die Möglichkeit, eine Vereinbarung zu treffen, dass die entsprechende Summe auf ein Anlaufkonto treuhänderisch beim Notar hinterlegt wird. So kann die Abwicklung des Verkaufsprozesses trotz der eigenen Grundschuld fortgeführt werden. Bei größeren Summen kommt diese Option meist jedoch gar nicht erst in Frage und der Verkauf hängt erstmal in der Luft. Doch kommen wir zurück zum Grundbuch und der Besonderheit bei Wohneigentum. Bei Kauf von Wohneigentum können Sie im Bestandsverzeichnis nachlesen, welchen Miteigentumsanteil mit welchen Sondereigentum und Sondernutzungsrechten Sie erwerben. Hierbei ist darauf zu achten bzw. herauszufinden, ob gewisse Nutzungsrechte, wie beispielsweise das Nutzungsrecht des Stellplatzes, an eine andere Person abgetreten wurde und ob das vielleicht in einer anderen Urkunde zu finden ist. Wenn dem nämlich so wäre, hätten Sie zwar im Grundbuch einen eingetragenen Stellplatz, dürften diesen aber dennoch nicht nutzen. Beachten Sie daher beim Verkauf oder auch beim Kauf von Wohneigentum, dass Sie gegebenenfalls auch ergänzende Dokumente wie die Teilungserklärung oder alte Kaufverträge durchsehen. Sie konnten einen Mehrwert aus diesem Video ziehen? Wunderbar. Sollten Sie noch Fragen haben, stellen Sie die gerne in den Kommentaren oder treten Sie mit mir oder meinem Team in Kontakt über die Angaben in der Beschreibung. Bis bald.